Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 358,5 Tage, und diesmal habe ich es richtig gesagt. Mein Gastkommentator ist noch dabei, immer noch derselbe Tag, dieselbe Aufnahme, und wir befinden uns jetzt bei Tag 11, glaube ich. Auf jeden Fall heißt der Tag Schlüsselschwert. Und ja, Roxas, heute ist Loxine deine Partnerin. Ich mag Loxine. Loxine, okay. Ein Lehrraum. So gut wie leer. Sie ist schon los. Triff sie am Einsatzort. Oh, in Ordnung. Diesmal solltest du anstelle des Schlüsselschwertes Magie anwenden. Magie? Ich beherrsche Magie. Nur wenn du dich damit ausrüstest. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Bestimmt kommt jetzt wieder eine Tutorial-Erklärung, wie ich das mache. Ja. Tafeln. Nun kannst du Tafeln im Hauptmenü auswählen. Dort kannst du deine Fähigkeiten konfigurieren. Ich liebe ja dieses Wort konfigurieren. Anstatt einfach einstellen zu schreiben. Du kannst nur vor Missionen auf deine Tafeln zugreifen. Okay. Ja, und in dieses Tafelsystem musst du dir quasi alles reinklatschen, egal ob es Level sind oder Fähigkeiten wie Analyse. Tafeln, so. Okay. Tafeln installieren. Installiere Tafeln in Feldern, um dich stärker zu machen. Bewege Tafeln aus deiner Truhe auf der rechten Bildschirmseite in das Fenster auf der linken. So, an dieser Stelle ist zum Beispiel der untere Screen wichtig, weil es nur auf dem untersten Screen funktioniert. Installierte Tafeln ermöglichen neue Fähigkeiten, steigern deine Stufe, deine LP und andere Werte. Es gibt viele unterschiedliche Tafeln. Versuche, die für dich beste Tafelordnung zu finden. Tafeln installieren. Probleme mit einer Mission? Hab keine Angst, Start zu drücken, um dich zurückzuziehen. Ändere doch mal deine Tafelordnung und probiere die Mission später erneut. Okay. Aha, jetzt sehe ich hier meine Statistiken, wie es aussieht. So, dann ich brauche Feuer bestimmt. Hast du noch schon ein paar Tafeln, um deine Level zu steigern? Keine Ahnung, ich habe Potion, Feuerrezept, Pyrosplitter. Das kann ich alles nicht nutzen. Ich werde mir noch die Potions reinhauen. Drei Potions sollten erstmal reichen, denke ich mir mal. So, ich habe dreimal Feuermagie und dreimal Potion, das wird ja wohl reichen. Feuer und sowas hatte ich persönlich nie drin. Ich fand das immer nur unnötig. Hallo Wichsen. Hihi, interessant. So viel zu inspizieren, zu sezieren. Ja, sage ich ja, Wichsen. Übe, damit du dich nützlich machen kannst. Ja. Für die heutige Mission brauchst du Magie. Bereit zum Aufbruch? Okay. Okay. Sorry. Bam, 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 bam. Schön, dass du kommst. Hi. Schlimmer geht's nicht. Warum muss ich mit dir auf diese blöde Babymission? Leite ich vielleicht den Kindergarten? Offenbar. Lass das Demix erledigen, sonst ist er eh nie zu nichts zu gebrauchen. Was? Was? Hast du etwas gesa zu sagen? Nein. Ohne das Schlüsselschwert wärst du gar nichts. Oho, ich habe eine Idee. Oh je. Du kannst die heutige Mission ohne dein Schlüsselschwert erledigen. Was? Wieso? Weil ich es sage. Zeix hat es doch gesagt, du sollst heute Magie trainieren, oder? Jetzt heißt schwimmen oder untergehen. Wohl eher untergehen. Ich weiß nicht, wie man Magie anwendet.
Wenn du weiterhin mit diesem übergroßen Schlüssel herumfuchtelst, lernst du sie nie. Ja, aber... Ah, perfekt. Da ist ein Herzloser. Mach schon, erledige ihn. Aber du musst Magie anwenden. Ich sehe von hier aus zu. Danke. Ich finde Loxin toll. Um auf Magie zuzugreifen, drücke X. Bis Magie ausgewählt ist. Dann drücke A. Du verfügst über eine begrenzte Anzahl an Zaubern. Durch Äther kannst du sie jedoch zurückgewinnen. Viel zu viel Text am Anfang des Spiels. Okay. Yay! Oh, da ist eine Kiste. Mann, ich wollte die Kiste öffnen. Ja, genauso viel Feuer habe ich gar nicht. Oh, oh, da kommen noch mehr. Mach weiter. Mach sie nieder. Bei deinem Tempo verbringen wir hier den ganzen Monat. Los, diesmal kannst du dein Schlüsselschwert benutzen. Warte, was ist mit dem Magieunterricht? Willst du diese schreckliche Mission jetzt abschließen oder nicht? Los jetzt! Wenn du schon so nett fragst. Ach, und falls du Heilung benötigen solltest, heil dich selber. Die ist wirklich toll. Ich mag sie. Heil-Items. Um ein Heil-Item zu benutzen, wähle X den Befehl Items aus. Was? Wähle mit X den Befehl Items aus. Achso. Dann wähle ein Item und drücke A. Benutzte Items verschwinden, egal ob sie installiert wurden oder im Rucksack sind. Heil-Items. Auch Items müssen in Feldern installiert werden, wenn du sie auf Missionen mitnehmen möchtest. Plane schwierigere Missionen im Voraus. Tastenkombis. Magie und Heil-Items können Tastenkombis zugeordnet werden. Halte L gedrückt, während du ein Item oder Magie auswählst. Und drücke A, B, X oder Y zum Zuordnen. Als nächstes schließe das Item- oder Magie-Menü, halte zum Anzeigen der Tastenkombis L gedrückt. Drücke A, B, X oder Y, während du L gedrückt hältst, um die Tastenkombi zu verwenden. So, im Umkehrschluss bedeutet das jetzt, ich gehe auf Items hier und dann wähle ich beispielsweise das. Und dann müsste ich, wenn ich jetzt hier hab und das drücke, eine Potion einsetzen, ja. Und das Ganze kann ich jetzt auch mit Magie machen. Da und da. So. Ich fand das mit den Tastenkombinationen damals immer so praktisch. Ja, ist es auch. Feuer habe ich keins mehr, dann kann ich jetzt auch wieder ganz normal zuschlagen. Können mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass ich keine Magie eingesetzt habe. Ich persönlich habe immer den normalen Angriff mit dem Schlüsselschwert bevorzugt. Andere ja, Varianten. Mach ich auch immer. So. Mal gucken, wie es aussehen wird. Puh, wird auch langsam Zeit. Schlimmste Mission aller Zeiten. Wunderschöne Betonung. Wenn du unser großer Schlüsselschwertmeister bist, dann haben wir echt ein echtes Problem. Mann, kannst du nicht mal deinen Mund aufmachen? Reiß dich zusammen oder Kingdom Hearts wird niemals komplett. Es sei denn, wir finden jemand anderen für das Schlüsselschwert. Was? Es gibt einen anderen? Geht dich nichts an. Kümmer du dich darum, Herzlose zu besiegen und Herzen für uns zu sammeln. Vielleicht wirst du ja eines Tages wenigstens mittelmäßig darin sein. Gehen wir, bevor mir noch deinetwegen sämtliche Gehirnzellen absterben. Ach ja, siehst du toll. So, hier sind noch Kisten, die möchte ich öffnen. Untersuchen.
Ein Ether, sehr schön. Noch ein Ether. Das Kistensuchen wird später noch sehr viel Spaß machen. Und da hinten ist noch eine Kiste. Noch ein Ether. Yay! Party! Yay! Items. Achso, ich habe ja Ether nicht ausgerüstet, stimmt. Achso, Rucksack. Okay. Untersuchen. Zurück zum Schloss. Ja. Bam, bam. Sie sagten, mein Schlüsselschwert befreit Herzen. Aber warum habe ich es? Woher weiß ich, wie man damit kämpft? Je mehr ich lernte, desto weniger schien ich zu wissen. Tag 12. Eine geschlossene Welt. Oh nein, nicht mit Wichser. Du gehörst heute mir, Roxas. Igitt, hör auf mit deinen scheiß schwulen Spasti. Nicht nur, dass du hässlich aussiehst, bist auch noch schwul. Igitt. Okay. Sprich mit Zeix, wenn du fertig bist. Du magst den Typen offenbar wirklich sehr. Ich meine, vorher hatte ich nichts gegen ihn. Da war er einfach nur hässlich. Aber nachdem ich Chain of Memories gespielt habe, ist er hässlich, er stinkt, er ist widerlich und er ist einfach nur doof. So. Typ B-Steuerung, dem Konfigurationsmenü zugefügt. What the fuck ist das für eine für ein Satz? Typ B-Steuerung, dem Achso. Der Typ B-Steuerung wurde dem Konfigurationsmenü hinzugefügt. Das wäre ein richtiger Satz. Yep. Typ B verfügt über eine flexible Kamera. Bisher hast du die Typ A-Steuerung verwendet. Probier aus, welche dir besser gefällt. Ja, die B-Variante ist definitiv besser als die A. Typ B. So, gucken wir mal. Ja, wie die funktioniert, habe ich dir doch eben erklärt. Ja. Aber wie komme ich denn jetzt aufs Quick-Menü? Achso, mit beiden Tasten. Okay. Was willst du? Ich bin beschäftigt. Hau deinen Kopf gegen die Scheibe oder so. Okay. Bumm. 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 Ja, wenn die Scheibe jetzt kaputt geht, dann haben wir ein großes Problem. Bumm. Bumm. Ja, damit füllst du jetzt den restlichen Part, ne? Ja, ja, klar. Der Part wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen. So, hallo, Wichser. Hi, hi, da lag ich wohl wieder mal richtig. Ja, den kannst du von mir aus durch die Fensterscheibe werfen, das wäre toll. Mann, warum ist Luxin bloß so eine Hexe? Weil sie geil ist. Bereit zum Aufbruch? Okay. Okay! Hör mir gut zu. Heute ist deine Mission, dieses Gebiet zu erforschen. Oh nein. Erforschen? Aber was ist mit dem Bekämpfen von Herzlosen und Sammeln von Herzen? Oh, es steckt noch viel mehr hinter der Organisation als das, Junge. Unsere Arbeit würde nur halb so glatt laufen, wenn wir nicht vorher Informationen sammeln würden. Glücklicherweise bist du in guten Händen. Ich würde dir helfen, deinen gefühllosen Geist zu beleben. Sieh dich hier erst einmal um und erstatte über alles ungewöhnliche Bericht. Und geh nicht, bevor du nicht sorgfältig alle verfügbaren Hinweise überprüft hast. Ich hasse diese Mission. Bei Aufklärungsmissionen nähere dich Aufklärungspunkten und drücke A zum Untersuchen. Du musst zuerst alle Gegner in der Nähe besiegen. Die Karte zeigt alle gefundenen Punkte an. Finde ausreichend Hinweise für einen Durchbruch und die Missionsanzeige füllt sich. Durch Durchbrüche erscheinen neue Aufklärungspunkte zum Fortsetzen der Mission. Okay.
Okay. Ja. Okay. Der Typ muss ja auch die ganze Zeit über hinterherlaufen. Ich glaube, hier werden Edelsteine verkauft. Das kann jeder sehen. Hier sind lauter verschiedene Fliesen, fast wie eine Straße. Faszinierend. Und wenn du nur das Offensichtliche sagst, werden wir nicht weit kommen. Wow, was verkaufen die hier? Das soll's doch... Oh. Einen Moment kurz. Eins. Das sollst du doch herausfinden, du Idiot. Es geht nicht darum, nur rumzugaffen. Analysiere das, was du siehst. Es gibt viele Läden. Also, es gibt viele Läden. Und... Die Läden scheinen gut zu laufen. Was? Weil du ein paar Läden gesehen hast? Roxas, du guckst, aber siehst nichts. Ich sehe Folgendes. Die gesamte Stadt wurde auf einem Berg errichtet. Deshalb sind die Straßen so steil. Auf den Bergterrassen wurden Häuser gebaut. Und auf dem Gipfel ist ein Bahnhof. Züge sind das Hauptverkehrsmittel der Stadt. Siehst du den Uhrenturm da oben? Das ist das Bahnhofsgebäude. Aufgrund seiner Position wissen wir, dass es sich wahrscheinlich um eine Hochbahn handelt. Und das muss die Innenstadt sein. So viele Geschäfte. Was ist mit diesem Weg, den du erwähnt hast? Hier müssen Straßenbahnen fahren. Sieh einmal genauer hin. Da sind Abdrücke. Das hast du alles jetzt gerade herausgefunden? Genau darum geht's. Ich habe nur erklärt, was ich gesehen habe. Ich muss nichts herausfinden. Das ist der nächste Schritt. Die Analyse der gefundenen Daten. An den Bekleidungsgeschäften und Juwelieren können wir erkennen, wie die Bewohner leben. Die Stadt ist ein Abbild ihres Lebens. Erschütternd, einfach erschütternd. Dein Kopf ist nicht gerade für sowas gemacht, nicht wahr? Aber du bist hier noch nicht fertig. So ein Ergebnis macht mich zum Gespött des ganzen Schlosses. Folge diesem Weg und erforsche den Rest der Gegend. Und bleib bitte auf dem Weg. Auf diesem Weg findest du alles, was du wissen musst. Vorausgesetzt, du beherrschst logisches Denken. Ich beherrsche logisches Denken. Oh, verstehe ich, was du gegen ihn hast. Er ist auch ganz sympathisch. Was auch immer das für Viecher sind. Ja, der Name steht doch oben rechts. Hä? Hab ich jetzt nicht gesehen. Wenn du gegen... Ein unterirdisches Tunnelsystem. Es ist verschlossen. Achte auf die Zahl über der Tür. Das ist die Bezeichnung dieses Tors. Da steht Nummer 4. Genau, 4, nicht 1. Das bedeutet, es gibt mehrere Tore. So, ich soll ja auf diesem tollen Weg bleiben. Ach, ich vermisse das Skateboard. Oh, ich hab den Weg verlassen. Verschlossen. Du brauchst nicht jede Tür zu öffnen, an der wir vorbeikommen. Versuch dran zu denken, dass das eine geheime Operation ist. Wenn du gesehen wirst, werden sie dich unter die Lupe nehmen. Bögen, Treppen, hier kann man sich leicht verlaufen. Leicht verlaufen, du musst eine geistige Karte dieses Ortes erstellen. Betrachte das hier als Orientierungspunkt, als Hinweis. So. Da oben rechts steht der Name. Prabbelbalg, ja. Prabbelbalg ist, glaube ich, auch der Gegnername von den von dem einen Boss aus Kingdom Hearts 2, Schloss des Biestes. Oh,
Ach, warum haben die hier die Skates Board aus Kingdom Hearts 2 nicht platziert? Vielleicht weil sie noch nicht erfunden sind. So. Gut. Ich soll ja die Straße nicht verlassen. Ich habe die Straße mit voller Absicht verlassen. Dafür wird er dir gleich den Hals umdrehen. Das hoffe ich doch. Dann habe ich endlich einen Grund, ihn umzubringen. Okay, irgendwo soll ich hier was untersuchen. Wahrscheinlich das da, ja. Da ist ein großes Loch in der Wand. Auf der anderen Seite ist ein Wald zu sehen. Wir erforschen jetzt die Stadt. Haben sie dir nichts über Barrieren gesagt? Doch, das haben sie. Oh, mehr Brabbelbalke. Belger. Wunderbare, fordernde Gegner. Was? Und ein Tor. Der Eingang ist verschlossen. Die Straße führt direkt in dieses Gebäude. Das kann sie, kannst du dir sicherlich denken, wofür, dann kannst du dir sicherlich denken, wofür der Eingang ist. Wir haben die ganze Gegend abgesucht. Okay, und was hast du herausgefunden? Also in der Stadt gibt es viele Brücken und die Straßenbahn umkreist die Piazza. Oh, und da war ein Eingang in einer unterirdischen Passage, aber der war verschlossen. Gab's noch mehr? Schon gut, ich will nicht, dass du dich überanstrengst. Du hast dich verbessert, auch wenn du wesentlich weniger Talent hast als ich. Du bist fertig, Junge. Kehre zurück, jetzt zurück zum Schloss. Mit mehr Zeit hätte ich es herausfinden können. Ach, ist das so? Dann nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber miss dich nicht an mir. Kleine Schritte für kleine Geister. Willst du die Mission jetzt beenden oder weitermachen? Weitermachen. Schattenlurche zerstören! Yay, Schattenlosche. So. Ich habe ja den Missionsvorschritten nicht komplett erreicht. Auch wenn das die Leute nicht sehen. Weil ich das ja nicht reinschneiden werde. Soweit ich weiß, kannst du hinten rechts, also am Ende von diesem Weg, dann auch was untersuchen. Ich kann auch hier noch was untersuchen. Ja, das meinte ich ja da. Hier. Frag dich bloß, wo das genau ist. Ja, da ganz am Ende von diesem Weg. Jener Eingang mit dem Tor führt in diesen Bereich und dann hört die Straße auf. Wir wissen, die Straße ist für die Tram. Das muss das Tram-Forum sein. Endlich ein Funken Verstand. Mein Training zahlt sich aus. Ja. Aber, naja. Das war noch nicht auf alles, wie es ausschaut. Da oben ist zum Beispiel noch eine Kiste, die will ich auch noch haben. Ja, das ist aber auch die einzige, die du in dem Gebiet sammeln kannst. Ist hier der Kistenkönig oder was? Nee, da steht auch unten auf dem Touchscreen. Oh, stimmt. Gut, okay, das habe ich nicht gesehen. Gut, ist hier irgendwas? Es muss ja noch irgendwo was geben. Badada. Da 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 da.
Lach, ich mag diese Musik. Ja, ist schön einschläfernd. Muss ich vielleicht jetzt hier rüberspringen, damit ich alles... Nee, da komme ich nicht weiter. Okay. Dann vielleicht da oben noch irgendwo was. Das ganze Zeug ist, was man untersuchen soll. Frag mich nicht, wo das ist. Ich weiß es nicht mehr. Na. Die Tür vielleicht noch was? Nee. Okay, dann gucke ich mich jetzt nochmal ganz komplett um. Offensichtlich war das ja noch nicht genug. Ihr müsst ja irgendwie reagieren, wenn irgendwas in der Nähe ist. So. Ja, die Gegend hast du ja eben schon abgesucht. Ja, klar. Da dürfte nichts mehr sein. Durchaus möglich. Trotzdem gucke ich mir jetzt nochmal alles an, dass ich auch nicht, ja, nichts übersehen habe. Aha, hier ist nämlich noch was. Na, hier war es ja auch noch nicht. Doch, da habe ich nämlich die Gegner besiegt. Der Fleck hier ist total unauffällig und von Gebäuden umgeben. Aber warum sollten sie ihn offen lassen? Es muss einen Grund dafür geben. Es wird sauber gehalten, was bedeutet, es wird benutzt. Dann müssen hier ziemlich viele Leute durchgehen. Genau, endlich ein Funken Verstand. Nicht schlecht. Endlich beginnst du, das Gesamtbild zu sehen. Aber auch wenn ich dich lobe, du musst diese Dinge auf den ersten Blick sehen. Oh, okay. Du musst ein Maximum an Informationen in einem Minimum an Zeit gewinnen können. Trödelst du zu lange herum, riskierst du, gesehen zu werden. Manchmal sind die Einheimischen misstrauisch. Du musst noch misstrauischer sein. Ich verstehe. Die heutige Mission war nur eine Übung. Ich bin zufrieden. Gehen wir zurück. Gut, okay. Ich muss mich aber jetzt für die Folge verabschieden, weil ich schon überzogen habe. Wie ich gerade gemerkt habe. Deswegen sehen wir in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Bis dahin und tschüss.